Adrian von Askalan und seine Gefährten sind zu früher Morgenstund in Orville. Morgenstund hat Gold im Mund. In meinem Fall aber erst einmal den Stufenanstieg von Edorian. Das heißt, ich werde jetzt mal speichern und dann geht's los. Edorian, ich wünsche dir Glück. Lebensenergie ist um 5 gestiegen. Damit bin ich zufrieden. 6 ist ja das Maximum. Dir steigere ich die Körperkraft. Jawohl. Bei dir senke ich... Na, die Höhenangst ist auf 7. Ob die jetzt auf 7 oder auf 6 ist, das macht nicht wirklich Unterschied. Oder? Aberglauben vielleicht? Nah. Was steigere ich dir denn? Ich habe 20 Versuche. Erstmal Kampfwerte. Dir steigere ich auf alle Fälle den Zweihänder. Also eigentlich würde ich es so machen, dass Edorian sich im Zweihänder auskennt und... Ja, waffenlos auch, weil du ab und zu mal dein Ding verlierst. Und alles andere wäre blödsinnig, ihm zu steigern, weil ich ihm sowieso nicht Befehle geben kann, Waffe zu wechseln und so weiter. Ich kann natürlich hier weiter steigern, aber vielleicht ist es besser, wenn ich ihm ein paar Talente mehr gebe, zum Beispiel Kriegskunst. Wow, das war gut. Und dann körperliche Talente, das wäre Selbstbeherrschung vor allen Dingen. Und Körperbeherrschung. Nochmal. Jawohl. Plus 1 Selbstbeherrschung, plus 2 Körperbeherrschung. Dann Zechen, Verstecken, Schleichen und diese ganzen körperlichen Talente. 9 Versuche habe ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, mach mal Verstecken und Schleichen. Und jetzt Zechen, Tanzen nicht unbedingt, Schwimmen, Reiten lasse ich mal, Klettern. Und dann habe ich noch 2 Punkte übrig, nochmal Klettern und nochmal Schwimmen. Jawohl, das war doch gar nicht so schlecht. Der zweite Krieger im Bunde macht sich vortrefflich. Und ich muss mal gerade ein Lager errichten, damit ich hier diese Musik loswerde. Gut. Dann, das nächste, was ich unbedingt machen wollte, war, beziehungsweise wäre, Hellsicht. Analyse Arkanstruktur auf diesen roten Ring. Analyse. Ein Ring, den ich mir gleich anschaue. Ein auffälliger Fingerschmuck, der die Widerstandskraft des Trägers gegen beeinflussende Zauber erhöht. Magieresistenz plus 2. Und kann zusätzlich benutzt werden. Die Magieresistenz steigt dann insgesamt plus 10. Ah, er hat mehrere Aufladungen. 5 Ladungen hat er noch. Ach, Adrian hat eine Magieresistenz von 10. Myria 11. Er hat 2. Merit hat minus 1. 5, 5, 9. Ah, komm. Dann ist Adrian mal so frei und gibt die Merit. Damit Zauber gegen Merit nicht auch noch erleichtert sind, sondern erschwert. Um 1 immerhin. So. Was gibt's noch zu tun? Ich habe viele Dokumente zu lesen. Ich habe hier zum einen ein Empfehlungsschreiben lesen. Adrian liest euch vor. Das Schreiben ist an Tiomar Swafnilsson gerichtet und Umbrick Siebenstein beschreibt in ihm mit freundlichen Worten etwas von seinem Leben in Orville und dass er gerne einmal Tiomar wiedersehen würde. Am Ende des Schreibens verbirgt sich Umbrick für euch, da ihr ihm bei einem großen Problem geholfen habt. Er bittet Tiomar, euch auf der Suche nach Hügeliks verschollenem Schwert zu helfen. Das ist aber lieb. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Ramsch sortieren hier. Also, hier habe ich irgendwo einen Bücherbeutel. Der wird allmählich auch ein bisschen knapp, der Platz da drin. Diese Nachrichten, da kann ich aber mal eine verkaufen. Das sind die Nachrichten von diesen Attentätern, richtig? Also alle zu verkaufenden Nachrichten gehen mal zu Gaskorin. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ja, Attentäter, genau. Das kann dann da bleiben. Und das hier ist bestimmt genau das Gleiche. Ja, kann weg. Dann habe ich hier ein Org-Dokument. Schuldbuch. Das kann eigentlich auch weg. Aber ich behalte es mal. Noch ist der Beutel ja nicht voll. Was ist denn das hier? Noch eine Nachricht.
Ach ja, ich hatte ja schon 4 Attentäter. Also Attentatsversuche, jawohl. Dann habe ich hier ein vergilbtes Pergament. Das ist, glaube ich, das sind die Lobpreisungen des Namenlosen, richtig? Ey, das sind die da. Was habe ich denn hier alles? Also das sind die Lobpreisungen, die kann ich mal gerade wegpacken. Das ist eine Decke. Was ist denn das da? Ein vergilbtes Pergament. Hierbei handelt es sich offenbar um ein geschriebenes Dokument. Wenn ihr etwas mehr Interesse für Bildung zeigen würdet, könntet ihr es vielleicht sogar lesen. Ach, das ist, glaube ich, das Dokument aus dem Tempel des Namenlosen. Das habe ich noch nicht entziffern können. Das bleibt da. Was ist das hier? Das ist nochmal eins, was ich irgendwo gefunden habe. Bei wem war denn das? Ach, das war, glaube ich, bei Zornbold, dem Schwarzmagier. Was ist das? Das ist die Bestellliste von diesem Typen bei diesem einen Attentäter. Die muss ich auch nicht unbedingt hier in Adrians Inventar rumtragen. Dann habe ich hier ein Rezept für Götterelixier. Kopieren. Schaue ich mir gleich an. Dann, das ist das Haushaltsbuch, die Ersatzschleuder, der Stab. Was habe ich hier? Schriftrolle. Dieses Pergament ist aus dem feinsten Leder eines Lämmchens gefertigt. Mit Tinte und Feder lassen sich hierauf allerlei Texte verewigen. Bitte vor Nässe und Feuer schützen, das ist eine ganz leere Schriftrolle. Das kann ich auch mal verkaufen. Ein vergilbtes Pergament. Dies ist ein Rezept zur Herstellung des gefährlichen Waffengifts Expurgicum, meint Adrian nach einem kurzen Blick auf das Dokument. Okay, dann nimm's wieder an dich. Wo ist denn das jetzt? Moment mal. Habe ich gerade das Rezept für Expurgicum verloren oder wo ist das? Nee, da ist es. Okay. Kopieren. So, und dann habe ich hier noch das Empfehlungsschreiben. Das bleibt dabei. Also, ich habe 2 noch nicht identifizierte Dokumente und das Empfehlungsschreiben. Das bleibt im Gepäck. Und Myria hat nichts mehr zu lesen da. Jawohl, das passt alles. Dann habe ich jetzt Giftrezepte. Götterelixier, was ist das hier? Ein 12-göttliche Mixtur zu heilen all Übel. Besorgt dir Zutaten aus folgend genannt. 3 Unzen von Gutkohle, 3 Gut Brandwein, 2 Kräuter Wirsel, 2 Stängelchen von Donf, 2 Blättchen von Belmart, 2 Blättchen von Gulmo und 1 Alraun, 2 Wurz von Yoruga, 3 Halm von Magisch Kairan, 1 Blüt von Selten Tonis. Oh, 3 Kairan-Halme, ist ja fürchterlich. Schneid jeden Halm in 7 Stück und jede Alraun in 3 Stück und mahl den trunkenen Tonis zu feinem Staube. Misch ein Alkohol mit dem Staub und gib es in einen Kolben. Reib die Restkräuter einzeln sehr fein und rühr sie in ein Alkohole. Itzo, stell beide Mixturen aufs Feuer und mach sie heiß. Dann stell die Gefäße je an die Ecken eines Pentagrammes und lass sie dort werden kalt. Gib sodann alle Breie in der Mitte des Pentagramms in eine Retort und destillier dort 50 und 5 Tropfen und verdünn sie mit einem Alkohol. Stoß die Kohle sehr fein und rühr diese in die Mixtur. Lass nun die Retort warm und dunkel stehen und rühr es nicht an für 2 Breiausläuf. So trennt sich das Feste vom Flüssigen. Stell nun die Retort in ein Pentagramm und lass sie dort für 2 Breiausläuf stehen. Sei nun die Flüssigkeit ab und bewahr sie dunkel. Dies 12-göttliche Elixier befreit dich sofort von allen Übeln. Dies Elixier wird in 12 Breiausläuf bereitet. Boah, das dauert 12 Tage. Aber das kann ich sowieso nicht mischen, weil ich nur einen Kairanhalm habe. Und Expurgicum, das ist hoffentlich ein bisschen einfacher. Neuere druidische Rezeptur, die ein starkes Gift für Waffen von allerlei Art ergibt. Besorg dir Zutaten als folgend genannt. Eine Flasche von guter Bronze, eine Lakritz, 2 Knollen Schurin, 2 Alraunen,
Erhitzt die Lakritz in einem Tiegel, bis dass du eine zähe Masse erhältst, die du mit kaltem Wasser ablöschen musst. Zerstoßt nun die Knollen und die Alraun und misch alles gut unter und lass es leis köcheln, bis dass es eindickt. Den Sirup misch gut unter das Mahl oder bestreich damit die Waff. Dies Gift wird in 2 Preiersläufen bereitet. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Aber Schurinknollen habe ich trotzdem noch nicht. So, jetzt habe ich alles gemacht, was ich hier noch machen wollte, richtig? Das Inventar ist halbwegs sortiert. Ich kann ein bisschen Zeug verkaufen im nächstbesten Laden. Das werde ich gerade auch machen. Habe ich denn hier noch irgendwas anderes, was weg kann? Eine Robe. Eine Robe, sagte ich. Danke. Und eine weitere Schleuder. Verkauf mal diesen Mist. Also hier, Schriftrolle, Robe, Schleuder. Und diese 3 Nachrichten. Und weg damit. Raus. Was sagt eigentlich der Geldbeutel, der persönliche? Der sagt 122 Dukaten, das ist schön. 550 Dukaten habe ich noch auf der Bank. Ja, es ist Zeit, neue Pläne zu schmieden. Karte, dahin wollte ich. Also, ich könnte jetzt nach Rovik laufen und dort eine Queste machen. Das mache ich aber nicht, weil ich das auch machen kann, wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin. Rovik ist eine Hafenstadt, die kann ich da ansteuern. Es ist immer noch Sommer, den sollte ich nutzen. Und auch Skjall werde ich jetzt nicht ansteuern. Es ist zwar sehr verlockend, hier mal im Sommer diese Route zu laufen, aber nee, mache ich noch nicht. Stattdessen wird es wohl nach Ala gehen, weil dort habe ich den nächsten Attentäter zu stellen. Von Ala aus weiter nach Klanik. Dort habe ich die Queste von diesem Typen, dessen Kutsche mal verunglückt war. Und dann ist es hoffentlich immer noch Sommer. Und die Helden können dann hier mal Richtung Felsdain laufen und diesen Pass sich mal anschauen. Ich glaube, da gibt es auch irgendeine Höhle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, von da aus ging es dann weiter Richtung Rukian, wo endlich auch diese Queste gemacht werden kann. Und dann haben die Helden hoffentlich genug Erfahrung gesammelt, dass sie den nächsten Stufenaufstieg haben. Und dann kann Myria hoffentlich sich in Nautik bilden. Naja, das ist noch ein weiter Weg bis zur 500, aber es gibt auch noch einiges an Questen hier zu erledigen. Und damit brecht ihr mal bitte auf. Auf geht's von Orwil nach Ala. Ein götterverlassenes Holzfällernest von 80 Seelen, da wird's gar nichts geben. Ach so, da wird's gar nichts geben. Okay, das könnte böse enden. Helden, traue ich euren Jagdkünsten oder traue ich ihnen nicht? Schwierig. Im Zweifelsfall würde ich vielleicht doch nochmal ein bisschen was einkaufen. Du hast doch hier bestimmt Proviantpakete, jawohl. Was kosten denn hier 20 Stück? 6 Dukaten. Ach, eigentlich habe ich ja noch genug. Nee, ich gehe das Risiko ein. Dorun wird was erjagen können. Das wird ihm gelingen. Ganz, ganz, ganz bestimmt. So, Dorun vorn und dann geht's auf von Orwil nach Ala. Nehmt die Beine in die Hand. Schon auf einige Entfernung könnt ihr den süßlichen Geruch von Verwesung feststellen. Als ihr euch dem Ort des üblen Geruchs nähert, macht ihr eine grausige Entdeckung. Halb auf dem Weg, halb im Gebüsch liegt der Kadaver eines Bullen, auf den ersten Blick offensichtlich von Wölfen zerfetzt. Aber Wölfe trennen ihren Opfern nicht Hirn und Augen säuberlich mit dem Messer heraus. Das machen Wölfe nicht, aber Wölfe jagen, wenn Gora noch lebt, in seinem Auftrag reißen einen Bullen. Und Gora kann mit Bullenaugen und Bullenhirn bestimmt was anfangen. Also ich nehme mal an, das hat was mit Gora zu tun. Das Problem ist erledigt. Ja, Dringilein, was ist denn mit dir los? Dringil, du kannst dich gar nicht übergeben. Du hast ein Travia-Amulett, du kannst gar nichts essen. Was kotzt du denn gerade raus?
Eine genauere Untersuchung des Kadavers bringt keine weiteren Aufschlüsse. Das Tier besaß ein Brandzeichen, war also kein Wildrind. Der Tod und die Verstümmelung sind offensichtlich zur selben Zeit eingetreten. Aber welcher Viehverstümmler schließt sich mit einem Wolfsrudel zusammen? Ja, Gora. Ihr erreicht das Ufer eines kleinen Sees, der ringsum von Weiden umgeben ist. Ein ausgesprochen idyllischer Ort, wäret ihr wegen der Schönheiten der Landschaft hierher gekommen. So aber interessiert es euch sicherlich am meisten, dass es hier Fische im Überfluss und natürlich Trinkwasser gibt. Wollt ihr... Hahaha. Was ist denn der Unterschied zwischen eure Brotbeutel und Wasserschläuche auffüllen und ein wenig fischen? Brotbeutel kann ich doch ja auch nur auffüllen, indem ich fische. Ich mach mal das oberste. Brotbeutel und Wasserschläuche auffüllen. Ah, dann geht die Rast auf. So war das. Na gut. Dorun hat ein Netz dabei. Das sollte ihm beim Fischen helfen. Dann schicke ich Dorun mal jagen. Dorun findet Wasser und kann etwas Essbares erlegen. Ah, das war doch gut. Was war denn das gerade für eine Probe? Das war Nahrungssuche erleichtert um 97. Und da es Doro nicht geschafft hat, eine 20 zu würfeln, ist das sogar was geworden. Auwei, auwei, auwei. Gut, dann Kräutersuche. Gasgurin. Da habe ich genug Zeit jetzt. Och, Gasgurin. Wieder eine 20 gewürfelt. Ne, zwei 17er. Das war auch schon genug. Kacke. Okay. Schlafen. Oh. Orks. Scheiße. Ja, haut mal bitte auf schlafende Helden, dann werden die wach. Der ist schon wach, du Blödork. Beschleunigung. Alle Orks tot, sehr schön. Die Helden finden einen Lederhelm, zweimal Lederzeug, einen Streitkolben, einen Säbel und einen Knüppel. Und Dorun ist krank. Was hast du denn, Hase? Was hast du, was hast du, was hast du? So, überlegen. Eigentlich muss ich mit Dorun jetzt zurück zu einem Heiler, weil der hat bestimmt Wundfieber oder irgendeinen Scheiß. Was hast denn du? Ach, kann man denn hier keine Rast einlegen? Ach, ihr könnt eh gleich zurücklaufen, Helden. Ja, rasten, bitte. Was hast du, Dorun? Keine Ahnung. Also,
Talent anwenden, Dringgiel, Heilkunde, Krankheiten? Wollt ihr es noch einmal versuchen? Wundfieber. Ach, mir bleibt auch nichts erspart. Das heißt, am besten breche ich das Lager jetzt ab. Umkehren. Mitten auf den Hohlweg, auf dem ihr gerade geht, ist ein riesiger Baum. Lass mich in Ruhe, Spiel. Ich will zu einem Heiler. Erzähl mir nichts von Hohlwegen und Bäumen. Weiter. Ja, ich weiß, dass die... Ich weiß doch, dass die Krankheit ihr Werk tut. Deswegen bin ich noch unterwegs. Sag's mir doch nicht ständig. Wer hat dich denn damit infiziert, mein Kleiner? Entnehmen. Und so ist das immer wieder in diesem Spiel. Wenn man glaubt, man reist einfach mal gemütlich 2 Tage lang von einem Kaff ins nächste. Nö. Dagegen hat das Spiel viel einzuwenden. Heilkunde Wunden. Okay. Schlafen? Was? Nee, komm, 8 Stunden reichen. Zurück nach Orville, meine Lieben. So schnell euch eure Füßchen tragen. Ich muss nochmal draußen rasten. Mit leisem Sirren. Fliehen, das ist mir jetzt scheißegal hier mit diesen blöden Orks. Das Spiel ist schon wieder in genau dem Modus, dass es mir alles in den Weg legt, was es gerade hat. Schlafen. Ich will nichts hören. In Orville gab es einen Heiler, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, der ist direkt hier. Das ist ja mal schlau gelaufen. Hier. Also, Krankheit behandeln. 11 Dukaten. So. Jetzt mal kurz schauen hier in die Konsole. Ob davon irgendwas die Rede war, aber ich glaube, ich habe das jetzt schnell genug geheilt. Da ist noch nichts Schlimmes passiert. Ja. Ich denke mal, Doron hat noch keine bleibenden Schäden jetzt davon getragen, richtig? Ja, das sieht so aus wie immer bei dir. Dann könnt ihr die Nacht aber auch hier in Orville verbringen. Ich bin keinen Zentimeter vorangekommen. Hurra! Da hinten, da ist das Gasthaus. Essen. I. Sweet. Schlafen. Wobei, meditieren, nee, schlafen. Und dann probieren wir es halt nochmal. Irgendwann werdet ihr es nach Ala schaffen. Es ist doch nicht zu fassen. Auf einer Klappe, als ihr euch nähert. Dabei rennt er euch fast über den Haufen. Okay, das war nichts. Keine Jagd. Das geht gut diesmal. Sehr gut sogar. Rast machen, ja. Jagen gehen, Doron. Okay, da ist was übrig. Das geht zu Gaskorin. Der geht Kräuter jagen, mit einem Batzen Fleisch im Gepäck. Findet aber nichts, weil er mal wieder irgendwie Gülle zusammenwürfelt. 18 und 19. Oh, ist fürchterlich. Wer ist eigentlich eingeteilt? Dringil, Merit, Edoria. Das kann so bleiben. Schlafen. 7 Stunden. Weiter. Schafft's bitte nach Ala, meine Lieben. Euch scheint, als könntet ihr hier Brotbeuten. Nee. Ala ist gerade wichtiger. Ein Reiter auf dem Weg nach Orville, fürwahr eine seltene Erscheinung hier im Norden, kreuzt euren Weg. Er scheint es offensichtlich nicht sehr eilig zu haben. Wollt ihr...
euch über eventuelle Gefahren erkundigen. In der Nähe von Orville soll es einen Druiden geben, der in dem Landstrich Furcht und Schrecken verbreitet. Soll sich mit einem Haufen wilder Tiere rumtreiben. Aber da fragt ihr besser den Siebenstein aus Orville. Der kennt sich mit sowas aus. Ja, das ist nichts Neues, alles schon erledigt. Da ist Ala. Endlich. Nein, geht doch noch die 3 Schritt, Mensch. So, Ala hat sogar einen Laden. Das wundert mich. Hat es auch ein Gasthaus? Das wäre schön. Ja, das hat es. Einmal kurz rundherum laufen, das kann ja nicht groß sein. Hier mit 80 Einwohnern. Na, hier ist schon Ende. Hier geht's rum. Irgendwie. Ich habe mich verlaufen. Hier ist ein Sonnenhaus. Das kann ich mir anschauen am nächsten Morgen. Ist hinter diesen Häusern hier noch irgendwas? Nee, das ist wahrscheinlich alles. Ja, hier ist schon Felsen zu sehen. Ja, eine Handvoll Häuser, ein Gemischtwarenladen, ein Haus mit Sonnensymbol und eine Herberge. Da gehen die Helden rein. Nein. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht gegen einen Pfosten torkeln, der mich auf die Reisekarte wirft. Darum. Da hier. Darum. Da. Gaskurin rein. Was? Herberge Hohe Tannen. Als ihr gerade die Herberge betreten wollt, spricht euch ein älterer Dorfbewohner an. Fremde? Hier bei uns? Was hat euch denn in unser schönes Dörfchen verschlagen? Ihr teilt ihr mit, dass ihr auf der Suche nach Sordulosch seid. Hm. Den Namen habe ich schon mal gehört, sagt der Alte. Am besten ihr geht zu Marada, unserer Händlerin hier vor Ort. Sie hat ihre Augen und Ohren überall. Der Alte geht dann nachdenklich weiter. Natürlich habe ich den Namen schon mal gehört. Oder verwechsle ich da etwas? Nein. Nein, vielleicht. Nee, doch nicht. Und dann ist der Alte aus dem Blickfeld verschwunden. Oh je. Hohe Tannen in Ala schnacken. Ah, hab Dank. Habt ihr schon gehört? Ob ihr nun Orville oder Toss oder Tjanset... Was? Nein, wie? Ob ihr nun nach Orville, Toss oder Tjanset wollt, eigentlich sind die Wege hier in der Gegend alle recht gut in Schuss. Sweet. Essen. Gut. Dann geht mal hier hinein. Muss ich für neue Munition sorgen? Ja, das muss ich tun. Und das werde ich auch tun, und zwar gleich jetzt, nach dem Ende dieser Episode, das ist erreicht. Und ich lasse jetzt die Helden schlafen, dann sortiere ich die Munition neu und am nächsten Morgen geht's dann draußen vor die Tür. Und von da an geht's dann weiter dem nächsten Attentäter hinterher. Wen's interessiert, der bleibt dabei und bis dahin.